Möglichkeit, am heutigen Tag einen Task zu setzen, war möglicherweise eingeschränkt durch die bereits am Vormittag sich entwickelnden Wolken. Vorletzter Tag von der Gleitschirm-Europameisterschaft. Gestern haben wir mit dem Team den Task-Sieg geholt. Die Strategie von heute, Daniel, wie schaut's aus? Wir holen wieder den Task-Sieg, würde ich sagen, oder? Philipp, was sagst du dazu? Ja, der Plan ist auf jeden Fall der Task-Sieg. Wir haben heute, sage ich mal, eine kürzere Aufgabe mit ca. 88 Kilometer wieder One-Way. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass die Pulk sich wieder splittet. Es gibt zwei Routeoptionen. Mal schauen, in welcher Gruppe wir uns dann finden. Ich würde sagen, in der ganz vorne. Ferdi, du bist auch super unterwegs in der Einzelwertung und der Ernesto auch. Wie schätzt du das heute ein? Ja, ich hoffe, dass wir heute einfach wieder saugut alle Mann vorne dabei sind. Der Wind, der schiebt uns ins Goal. Und uns schiebt er halt am meisten. Das kriegen wir schon hin. Ernesto, du bist ja auch super. Wie schätzt du das ein? Heute gib mal Gas, oder? Und genieß mal den Flug. Und genau, lass mal uns so schieben mit dem Wind. Mach mal keine Fehler, weil mit Wind ist ein bisschen schwieriger. Und die Julia fliegt aufs Podium? Ich versuch's. Also, wir genießen Spanien den vorletzten Tag und schöne Grüße nach Deutschland. Ole! Drückt uns die Daumen! Heute hatten wir wahrscheinlich die schwierigsten Startbedingungen in der gesamten Wettkampfreihe. Starke Böen preschten über den Startplatz und verleiteten den einen oder anderen zum, naja, seht mal selber. Beflügelten Hindernislauf. Und endlich geht's hoch. Da drüben, da ist der Landeplatz auf selber Höhe. Wenn ich da jetzt ausgebombt wäre, dann wärst du schon gewesen für heute. Der Pulk draußen ist auch nicht arg viel höher. Irgendwie haben sie uns mehr versprochen. Die Wolken im Süden, die schauen mega geil aus, aber da fliegen wir leider nicht hin. Okay, hallo liebe Leute, wir sind immer noch hier in Pegalajar, Spanien. Das ist ein unglaublicher Wettbewerb, wir fliegen schon unglaublich, richtig viel, jeden Tag über 100 Kilometer. Heute 88. Ja, ein bisschen Übermittlung da hinten, sind wir große Wolke. Wir sind super motiviert. Gestern haben wir gewonnen als Team und hoffentlich heute auch. Wir geben unsere Beste. Wir fühlen uns richtig fit nach so vielen Tagen in dem Wettbewerb. Ein ganzes Team, gute Laune und viel Spaß haben wir hier. Juhu! Eigentlich hatten wir heute traumhafte Steigwerte von über 6 Metern pro Sekunde und endlich mal Wolken, wenn die Schirme zum nächsten Wendepunkt fliegen. Allerdings ging das nicht die ganze Zeit so weiter. Auf dem Weg zum Ziel entwickelten sich zwei Gewitterzellen. Eine davon veranlasste die Veranstalter, das Rennen in der Luft zu stoppen. Harry Bunz und Ferdinand Vogel kommentierten die Situation. Ja, heute, wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund entdecken könnt, die Wolken sind ziemlich dunkel und wir haben eine Gewitterzelle auf dem Radar. Die Organisation hat aus Sicherheitsgründen den Task gestoppt. Ferdi, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Ja, das Regenband kommt ganz knapp hinterm Goal quasi gerade runter. Und ich glaube, gerade wird es noch ein bisschen gehen, aber Safety first. Und wieso die Piloten da noch näher an die Gewitterzelle ranführen, ja. Task gestoppt. Unsere fliegen gerade schon wieder zurück, die Wolkenstraße entlang. Ging, glaube ich, nur noch mit 7 Metern nach oben, haben wir am Funk gehört. Und ja, muss geil gewesen sein bis daher. Ja, ich denke, der Tag war ganz gut und unsere Jungs waren gut dabei, glaube ich. Wenn wir schauen, was die Ergebnisse uns für Punkte wiedergeben. Und dann bleibt es spannend. Bis morgen.
Die vorläufigen Ergebnisse zeigen uns, dass Team Deutschland bei der heutigen Tagesaufgabe auf Platz 2 geflogen ist und wir uns insgesamt im Nationenranking auf den 4. Platz verbessert haben. Damit besteht für morgen, den letzten Durchgangstag, definitiv Schlagdistanz aufs Podium für das Team.